So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Life is Strange. Ja, mir ist hier die Folge abgekackt, beziehungsweise das Spiel ist mir hier irgendwie abgekackt. Keine Ahnung wieso, was da los war. Ich konnte auf jeden Fall nicht mehr zurückspulen. Jetzt habe ich die Schlüssel von den dummen Frank. Allerdings jetzt nicht über die Drogen von Nathan, sondern von den Polizisten. Der hat noch eine Story erzählt über Hundewelpen. Und darüber bin ich an die Schlüssel gekommen. So, natürlich hat er sich darüber aufgeregt, wollte mich verprügeln, bla bla, zurückgespult. Das Thema hat sich erledigt. Ah, guck mal. Ja. Willst du mich verarschen? Warte. Das ist ziemlich knapp. Oh, Alter, jetzt hat es erstmal. Are you Denkst du, shitting me? ich krieg sie anvisiert dafür? Ah! Das ist aber auch wirklich sehr wenig Zeit, Freunde. Alyssa, watch out! Quit thinking, Max. Ja, so bin ich halt. That was close, Alyssa. Okay, Max. This is the third time you've saved me from harm's way. You must be my angel. Don't thank me. I haven't done anything special. I saw you try and save my friend Gate on that roof. The only one who did. While people took camera pics. Kate was too scared to stand up for herself. I wish she would have listened to me. She wasn't strong enough. Well, it's hard to be strong when an entire school and internet is bullying you. Maybe she could have. But she didn't. We can go back and fix her now, Max. I'll see you later. Ja. So, eben gerade voll geträumt, deswegen den letzten Satz völlig verpasst. Oh, guck mal, die ganzen Vögel da oben. Übrigens habe ich hier noch mehr Vögel gefunden. Das und das, da hinten liegt noch einer am Straßenrand normalerweise, ja, hinten. Und den LKW habe ich noch fotografiert. I made the trucker happy and I get to photograph his bitch in 1977 Nero. Das hilft That's a enorm. big 10-4, Max. Und jetzt gehen wir zu Chloe. Und checken alles mal hier aus. So, Schlüssel zum Mobil. I Guck should have mal. known. The amazing Spider-Max. I couldn't have done it without Frank. Now let's get in and out. You'll need this, Max. On your mark, get set. Throw. Get the treat, boy. I think we just made that dog our bitch. Als ob das so leicht klappen würde. Now we can snoop in peace, but let's not waste time. The doggy is busy now, but he might come back. Alter. Als ob das so einfach funktionieren würde. Jo. Das ist aber gut. Naja, Damn. I thought my room was a shithole. You're not a creepy drug dealer. Frank has issues, but he's not creepy. At least I didn't think so until I saw him with Rachel's bracelet. Wir werden sehen. Oh, we could cruise everywhere in this bad boy. Can you see us heading down the coast to Big Sur and beyond? Yes, we'd be tearing up the highway. And you'd probably want me to kiss you again. Nah. Chloe, we're on a schedule. We need clues about Rachel. I know. Just daydreaming. Dann mal los. Vielleicht ein bisschen langsamer alles. Blub, dann haben wir noch mal ganz kurz eine README-Datei. Jawohl, haben wir. Nächste. Trotz Davids Beweisen und dem Armband weigert Chloe sich zu glauben, dass zwischen Rachel und Frank was lief. Das mag ich an Chloe nicht. Sie wird verflucht störrisch, wenn sie ihren Willen nicht bekommt. Oder wenn sie etwas hört, das ihr nicht gefällt. Übelst leugnen. Ich verstehe warum. Aber das macht es nicht einfach. Herr. Also schlug ich vor, uns Franks Wohnmobil anzusehen. Ich wusste, das würde Chloe sauer machen und sie würde alles tun, um seine Beziehung zu Rachel zu ergründen. Aber erst brauchen wir die verdammten Schlüssel, also mussten wir ins Two Whales. Two Sales, wie komme ich auf Two Sales? Sprich sie gut aus, Two Sales. Two Whales, Diner.
und zwischen Frank und Nathan und Wachmeister Barry hin und her zockeln und sie alle verschaukeln. Mir wird jetzt nur schwindelig, wenn ich daran denke, wie ich das durchgezogen habe. Hurra für Max. Manchmal glaube ich, ich schummel mich durchs Leben. Das wäre natürlich möglich, ist eine Option. Und so. Ja, das Aquarium. Wollen wir mal gucken. Ich will mal hoffen, dass ich viel mehr kriege. So. The area while I hack his computer for info. Na, ich denke mir, hier im Fressnapf werde ich hier nichts finden. Frank ist Pompidou? For reals? That's a poodle. Scheiße. I think the doggy likes his bone more. Can't quite picture Frank and Chloe drinking beer and hanging out. Frank must have a reason to keep a police radar nearby. Yeah, natürlich. That would be so cool to take this baby on the road with Chloe. Aber wir haben ja zu tun. Fetzen diese Lautsprecher mit diesen Neonröhren hier, ne? Das sieht ja mega cool aus. So, Baseballschläger. Der Baseballschläger liegt in der Ecke. Ich würde eher einen Baseballschläger bevorzugen. The archetypal filthy guy dishes. Und die Bierflaschen möchte er auch noch abwaschen. Good to know Frank has a knife lying around. Ups. Na, das ist ja ein Traum aller Putzfrauen. Ach Quatsch, hier um. How can somebody live like this? Ich hatte meine Ex-Freundin, die hat genauso geliebt. Medikamente. Are these for Frank or is he selling them? Or both? Wahrscheinlich beides. Too bad I don't have my Frank Bauer's decoder ring. That's a pretty extreme lighter. Schade, dass das Wohnmobil so versifft ist, ne? Ich mag gerne Wohnmobile. Is Frank going to deal online now? Leitfaden zum Handel im Web für Noobs. I could pry this vent open with the right tool. Und da finden wir was. Voila. So viel Werkzeug, wie sie schon gesucht hat in dem ganzen Spiel. It's almost cute to see Frank posing with his dog. No more secrets. So. Wahrscheinlich hier auch noch was. Aber es wäre zu einfach, was in Lüftung zu verstecken. Okay, this vent is loose. Und warum ausgerechnet von, I need something to pry it open. Von Rachel. Ach man, immer die verkehrte Seite. Ooh, Frank's stash. Dass der nicht da irgendwie mal ankommt, dass die nicht erwischt werden, ne? Ich glaube, wenn der uns hier erwischt, dann gibt es hier eine Massenvergewaltigung, glaube ich. Frank will spend all his drug money on baggies. Recycle, dude. Nice rig. Glad Frank treats something here with respect. Of course Frank gets the munchies. Ja. Und so, ich glaube, wir haben schon eigentlich alles Sehenswürdige hier abgecheckt hier im Wohnmobil. Da, den Schrank hier noch nicht. Wahrscheinlich immer der letzte Schrank, das ist immer eine Knarre. Wunderbar. Chloe's gone. Ja, na klar. Should I give it back to her? Ja. I have a terrible present for you. An ounce of dank bud? Oh, you so rule, Max. Thank you. I feel so much better now. You better bring it back to David right away. Yeah, sure. I'm on it. Gut, die Knarre schon mal wieder zu haben. I might regret this, but nein. I can't let Frank hurt someone. Ich glaube nicht, dass wir die Waffe gebrauchen werden. Und ich glaube, dass wir hier drinnen waren, wird Frank so oder so irgendwann rausfinden. Also von daher. So, gibt's hier irgendwas? Chloe isn't scared. She's loving this.
Die guckt sich den Möppelsfutter an, Alter. Hallo, die soll hier... was? Stop it. Was machen die? Aber toll, dass hier schon mal eine Lötlampe rumliegt. Das ist sehr, sehr wichtig. Hier liegt noch eine Tastatur. Hier kann ich noch Dings öffnen. Lüftungsschacht, hier kann ich nichts öffnen. Ein Controller. Also langweilig für den guten Mann hier nicht. There has to be some evidence linking Frank and Rachel. Was? Ich kann jetzt hier nur mit ihr mir sie anschauen. In der Polizeifunk. Hier ist auch nix. Da. Schubidub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 . Baseballschläger. Das wäre richtige Werkzeug, um das mal alles aufzumachen hier. Hifi-Anlage. Und. Also das, ich meine, das war ja keine Überraschung, als wir in das Wohnmobil reingekommen sind, dass es hier so versaut ist, ne? Aber wäre doch mal geil gewesen. I'm seriously ignoring you. Speed it up, Ninja, before Frank comes back. Es wäre auch sehr hilfreich, wenn sie mal helfen würde hier. Chloe isn't scared. She's loving this. Nee, wenn man jetzt hier reinkommen würde und das war aber mal super aufgeräumt hier drin. So richtig so Oma-mäßig oder so. Oder so familienmäßig. Sag mal, ich finde hier nichts, ne? No prize here. Yep. Was ist, wenn wir jetzt hier rausgehen? Nö, ich gehe jetzt weg. Ich finde hier nichts. Chloe macht das mal alleine. Alter, manchmal hält man auch richtig auf den Schlauch, ne, bei dem Spiel hier. No more secrets. Na komm, mach auf. Ist sowieso. Na, nun mach doch, genau. Ooh, Frank's Stash. Gibt es einen Ort, an den ich noch nicht geguckt habe? Beziehungsweise den ich noch nicht gefunden habe? Das nervt mich allen so ein bisschen. Medikamente, Lötlampe, die hilft. Kann uns die Lötlampe weiterhelfen? Nee, ne? That's a pretty extreme lighter. So. Na dann. Vielleicht die Klappe mal zumachen oder so. Das wäre natürlich echt sinnvoll. Ey, was soll denn das, Alter? Das ist hier voll der Rotz. Wahrscheinlich soll der Penner uns erwischen oder so. I doubt Frank is trying out for the Arcadia Bay Brewers. Ich bin auch so hohl, Alter. This is almost as good as a set of keys. Da sind Schrauben dran. Oh, natürlich bricht das Messer ab und wir haben natürlich zwei. Nothing here. War ja klar. Oh shit, the knife is broken. Und wie kriegen wir jetzt das hier auf? Irgendeine Idee? Okay, this vent is loose. I need something to pry it open. Gut, dann nimm doch mal die Messerklinge. Das geht ja trotzdem noch. Na komm. Kaputtes Messer. Ja, ansehen. Ernsthaft, nimm es doch mit. Das funktioniert doch noch. The knife is broken. Oh, ich möchte am liebsten spucken. Oh Gott, das ist nervig. Jo, super. Mit der Baseballkeule. Hm. Geschädigt hier auch nichts rum. Hier war ich schon, glaube ich, ne? No prize here. Er hat natürlich nur ein Messer. Das andere trägt er mit sich. Das
Springmesser. Dieses riesengroße. Was ist das allgemein mit gemeint? Okay, Ansehen, ne? Medikamente nehme ich, ne? Ach so, ja, ich bin, das ist manchmal so anstrengend, dass man das kann in diesem Spiel, das vergesse ich permanent. So dumm, oder? Weiter. Ist unfassbar, wie dumm ich manchmal bin, ey. So. My blade will open any portal. El Bingo. Oh man, Rachel and Frank's dog. I don't know if I should be touched or disturbed. Frank W., hoffe, du liest das morgen als erstes. Tut mir leid wegen letzter Nacht. Ich war ein fieses Biest und hab's an dir ausgelassen. Und am Arm... Ja, ist der Pompidou. In meinem Leben passiert eine Menge merkwürdiger Scheiß und manchmal habe ich den Eindruck, ich komme nie aus der Caddy Bay raus. Ich danke Gott für dich. Du bist eines der besten Dinge, die ich hier habe. Und der Gedanke an uns zusammen bringt mich zum Lächeln. Lass uns einfach Richtung Horizont fahren, liebe Rachel. Na siehste. I'm glad Rachel got to drive this beast. She looks genuinely happy. Rachel really did hang out with Frank. I'm learning more about Rachel than I want to know. Trouble in paradise. Frank, was du getan hast, war uncool. Und schieb's nicht auf die Drogen. Du hast mir wirklich Angst gemacht und ich dachte, du kommst nie wieder runter. So habe ich dich noch nie gesehen. Und das nächste Mal wird das letzte Mal gewesen sein. Ich bin ein Löwe. Wir sehen nicht zurück. Mir liegt etwas an dir. Uns, also müssen wir vielleicht mit der Routine brechen. Sehr gut. Chloe, ich hab da mal was für dich. Das wird dir nicht gefallen. Und da können wir endlich raus aus dem Muff. That makes me ill that Rachel posed like this for Frank. I wrote him love letters. I can't believe she was banging Frank. Rachel straight up lied to my face. Why didn't she say anything? Because she knew how you would react. And she wasn't much of a friend, huh? Just another person who shits all over me. Why does everybody in my life let me down? My dad gets killed, you bail on me for years, my mother gloms on a stepfucker, now Rachel betrays me. Chloe, Rachel is missing. Nobody betrayed you. Bullshit! Who hasn't? Fuck everybody! Naja, so können wir wenigstens abhauen. War da was? Erstmal weiter essen. Sein Köter ist draußen, Mann. Wenn mein Hund draußen rumrennt, dann würde ich jetzt mal rausrennen, den Hund wieder einsperren, wenn ich sein könnte. Chloe, you can't keep blaming me and everybody for everything wrong in your life. It's so not fair. I gotta blame somebody, otherwise it's all my fault. Fuck that. It's just life. Shit happens. It's nobody's fault. Blah, 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 as Mr. Jefferson would say. And Kate Marsh. Yes, Kate Marsh killed herself. She's dead. Such sad, okay? That doesn't make me feel better about my fucked up life, get it? So who do you most want to blame? My fucking dad, of course. Hello? You blame William? Really? Yes, I do. Damn right. He chose to go out that door and leave me forever. Chloe, your dad didn't choose to leave you. I know that, Max. My mom actually blames herself. Just because she wanted a ride home from work. Sometimes, even I blame her. No, you don't. Yes, Max, I do. Do you know what it's like to wait for your father to come home when you're a kid? And he never does? No, of course not. But I was with you that day. It was just a terrible accident. I wish that made me feel better.
But ever since he died, my life has been dipped in shit. You don't want to hear this, but you're still here, alive, with me. And that is no accident. You're right. I don't want to hear this. Chloe, I can't do this out on my own. I need you with me. Rachel needs you. Aber Frank wird damit nichts zu tun haben mit Rachel. Mit Rachels Verschwinden, meine ich. Oh, Alter, die macht aber auch immer einen auf dicke Hose, hätte ich bei dir gesagt. Ja, dann raus. Steig aus, Max. Hat keinen Sinn. Das ist nur ein Kind. Boah, ist die beleidigt, ey. Das ist ja schrecklich. Oh, das gibt ein schönes Thumbnail. Ja, ja. Oh my God. What is happening? Das ist neu. Sie lebt die Fotos. Ja, wenn das jetzt auch noch dazu kommen würde. AMD-Taste. Ja, das gucken wir bei der nächsten Folge. Also, aber warte mal. Die linke Maustaste, rechte Maustaste zum Fitten. Das ist der Punkt. Gut, das machen wir in der nächsten Folge. Also, bis dahin. Tschüss. I believe Max has taken what you kids call a selfie. She's so fucking shy. Max wants everybody to see how hip she is. She plays it so shy. What a lame gimmick. Why don't you go fuck your selfie? I can't even submit my photo to represent. I just don't want to be rejected. Life won't wait for you to play catch up. You have the fever to take images, to frame the world only the way you envision it. Check out my new wheels. Very old school. You're in the wrong time, Warren. But then, so am I. Don't you think I'm happy to see you? No. You were happy to wait 5 years without a call or even a text. It's great to see you and Chloe together again. She hasn't had a good friend since you or Rachel. Rachel Amber. She was my angel. Man, I had no idea. Well, you never made much effort to find out. She just left Arcadia. Without a word. Without me. Something happened to her. Seeing you after all these years feels like destiny. We have to find her, Max. The two of us. We will. So what do you hardy boys want? You better step back before you regret it, girl. There's something ominous going on at Blackwell. You and Chloe still better be careful where you wander. There are a lot of dark places in Arcadia Bay. Sunshine for everyone. All you need is the courage to share your gift with others. I don't know what I have, but I have it. And I'm scared shitless. What the hell is this? Bang! Whoever said we only have a single fate? I don't think I'll ever know how much destiny I'm changing. Someday we will foresee obstacles through the blizzard. I wish I could stay in this moment forever, but then it wouldn't be a moment.